Mein Name ist Mieze. Ich bin Mitglied vom Institut für Zukunft. Das ist so ein linker Techno-Club in Leipzig, der gerade aufmacht. Ich bin dort in der AG Safer Clubbing, die sich halt darum kümmert, dass die Safer Clubbing-Richtlinien erarbeitet werden für den Club und auch dann eingehalten werden und umgesetzt werden. Sowas wie kostenloses Wasser, Drogeninformationen, Safer-Use-Materialien, sowas wie Zierröhrchen oder GHB-Dosierungshilfen. Ja, ich denke, uns hat das generell auch selber geholfen, einfach so einen Umgang zu finden oder mehr Sicherheit im Umgang mit unseren Gästen. Also auch so die Gespräche mit euch waren eigentlich immer so, dass wir daraus auch ein bisschen schlauer rausgegangen sind, was eigentlich so auf dem Platz alles passiert, wie junge Menschen irgendwie gerade drauf sind und so. In dem Bereich, in dem wir arbeiten, das lässt sich nicht verleugnen, es spielt der Konsum von Substanzen eine Rolle. Es sind halt nicht nur die harten Drogen. Also Drug Scouts leisten ja auch so ein bisschen Alkoholpräventionsarbeit, was da genauso mit reinspielt. Hat auch schon krasse Ausmaße bei uns im Club selber angenommen. Dass wir dann auch gesagt hatten, okay, wir müssen da jetzt offensiv damit umgehen, mit dem Problem, denn man kann es nicht wegignorieren, es ist da und wir müssen eine Lösung dafür finden. Try another time. You used to be hero. Das viele Vereinsmitglieder von uns eine Schulung gemacht haben, einen Erste-Hilfe-Kurs im Drogennotfall. Dass wir unsere Mitarbeiterinnen alle bei den Drug Scouts schulen lassen. Der Erste-Hilfe-Kurs, den hatten wir auch bei uns. Wir hatten auch immer, jetzt die letzten Jahre auch immer einen Workshop in einem kleinen Raum, der dann eigentlich auch immer ganz gut gefüllt war, sich genau darüber zu informieren oder die auch das genutzt haben, um noch andere Fragen loszuwerden. Es waren auch Schulungen und Workshop-Angebote. So Erste-Hilfe im Drogennotfall, Erste-Hilfe allgemein und GHB-Substanzkundeschulung und so eine kleine Einführung allgemein in Drogenkunde. Aber eben auch aufklärerische Arbeit zu leisten und eben Informationen in Form zum Beispiel der Drug Scouts Flyer bereitzustellen. Die Drogeninformationsblätter, also diese Faltblätter, die es von Drug Scouts gibt, die wir dann halt regelmäßig beziehen und bei uns auslegen. Wäre das nicht was für uns? Und dann gab es erstmal noch so ein, zwei Jahre, mussten wir ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Da gab es natürlich von einigen Leuten auch sehr große Bedenken. Wie gesagt, die üblichen Argumente, ob das nicht auch den Drogenkonsum fördert. Das ist nichts Böses, wovor man Angst haben muss, sondern dass es eigentlich eher hilft und dass das gut ist, wenn wir das machen. Und jetzt, also seit dem ersten Jahr eigentlich, wo ihr da wart, gab es dann auch keine Diskussion mehr. Mischkonsum und Drogen, das war dann zum Beispiel auch schon wieder eine Diskussionsveranstaltung, die mehrere Leute im Conner Island angesprochen hat und nicht nur die, die zu den elektronischen Veranstaltungen gehen. Also erstmal würde ich das eigentlich jedem empfehlen. Leute dort auch gemerkt haben, okay, es ist halt nicht nur in der Szene mit dem geraden Beat, sondern es kommt überall vor. Dass ihr Leuten einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin bietet, die über solche Sachen reden wollen, dass ihr Informationen bietet für Leute, die vielleicht sich vorher oder auch hinterher informieren
informieren wollen. Was auch sehr geholfen hat immer, war, dass wenn ihr auf dem Gelände einfach so ein bisschen Auge hattet auf Leute, die vielleicht Hilfe bedürfen. Es gibt auch immer noch Vorbehalte den Drug Scouts gegenüber oder also sei es auch einfach nur Stolz oder wer trinkt am meisten, wer nimmt die meisten Drogen, wer dann zu den Drug Scouts geht, der ist so ein bisschen luschi und kann nicht mithalten. Dass man da zum Beispiel frischen Chai bekommt und Obst und eben da auch einfach so ein bisschen Ruhe hat.